Ja, jetzt am Mittwoch geht sie los. Cem Kummer heißt es eigentlich. Cem Kor. Mit dem Vorarlberg ist immer schwierig, Unterland, Oberland, aber Cem Kor. Unter diesem Motto, die 73. Herbstmesse am Mittwoch wird sie eröffnet, bis Sonntag, fast wie wir sie kannten vor Corona-Zeiten, mit allen Möglichkeiten, aber natürlich mit 3G. Wie lange haben Sie gezittert, gehofft, gebangt, dass es jetzt so stattfinden kann, und wie erleichtert ist man auch, dass das jetzt am Mittwoch tatsächlich so starten kann? Ja, wir haben heuer im Frühling, im Mai hat es dann offiziell einmal seitens der Bundesregierung ein Go gegeben, grundsätzlich für ein Messen, damals noch mit sehr, sage ich, sehr strengen Auflagen. Und dann mit 1. Juli, wo dann wirklich sämtliche Lockerungen kamen, war dann auch klar, Messen können im Herbst stattfinden mit der 3G-Regel wie alle anderen Veranstaltungen wie die Gastronomie. Und ja, und seit diesem Zeitpunkt sind wir wirklich auf Hochtouren, am Vorbereiten, am Planen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns alle wirklich, wenn es am Mittwoch dann um 10 Uhr wirklich losgehen kann. Mit gewohnt buntem Programm natürlich, aber auch wieder mit dem Messezelt, dem beliebten. Das heißt also auch die Gastronomie, auch die Musik, all das kann wieder stattfinden. Hat es da noch spezielle Vorbereitungen bedurft, oder war das jetzt sowas, wo Sie sagten, das hat jetzt geklappt, wenn wir eben seit 1. Juli diese Lockerungen bei uns in Österreich haben? Gott sei Dank, und jetzt können wir wirklich Vollgas durchstarten. Ja, wie gesagt, mit der 3G-Regel, die gilt eigentlich für alle, für das gesamte Messegelände. Das heißt, bei allen Eingängen werden die Besucher geprüft, auf genesen, getestet, geimpft. Und das gilt natürlich auch für das Wirtschaftszelt. Und auch hier kann die Gastronomie normal genossen werden, wie in anderen allen Bereichen. Also beliebte Burgenlandhalle, Ländle-Gastronomie. Also es wird sehr viel an Gastronomie und Kulinarik geboten. Und das war letztes Jahr schwierig, war nicht möglich, aber heuer sind wir zuversichtlich, dass das funktionieren kann. Alle Hygienevorschriften, die wir so oder so einhalten, werden natürlich auch heuer ganz massiv eingehalten, kontrolliert. Also es kann sich der Besucher, die Besucherin wirklich sicher fühlen und kann einen tollen Messetag erleben und auch einen Messeabend. Und kann sich auch vor Ort noch testen lassen und sogar an 2 Tagen, glaube ich, impfen lassen, wenn man das noch Ja. kurz entschlossen machen möchte. Genau, also wir können Sie vor Ort, wir haben ein Impfzelt, ein kleines Impfzelt beim Eingang eingerichtet. Also wer sich hier spontan testen lassen will, kann das jeden Tag machen. Und der Impfbus steht am Mittwoch und am Donnerstag bei der Messe, beim Haupteingang. Auch da kann man sich spontan dann auch impfen lassen, wenn man das möchte. Vielleicht.